immer mal gefühlte 10.000 DVDs und Blu-rays in der Sammlung hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist relativ schwer, noch überrascht zu werden. Natürlich schaffen es Vertriebe wie Koch Films bzw. Riga Media, die das Ganze angeblich in Auftrag gegeben haben, mit einem Mediabook-Release wie One Cut of the Dead immer noch mir die Grausbirnen aufsteigen zu lassen, aber es gibt tatsächlich auch immer noch positive Überraschungen. Eine davon hat 20th Century Fox vor kurzem abgeliefert, indem sie in Amerika eine neue Halloween Edition ins Leben gerufen haben. Und das ist, ehrlich gesagt, ein relativ kompliziertes Ding. Wir bekommen Artworks in einem, und ich möchte jetzt nicht übertreiben, etwas kaputten, absolut grandiosen Look. Das sind so ziemlich mit die wunderschönsten Cover, die ich seit langem gesehen habe. Aber die Geschichte hinter dieser Reihe ist etwas komplizierter. In Amerika sind in dieser Reihe nämlich 19 Titel angekündigt worden. Die gab es als DVDs bzw. als Blu-rays ganz schlicht und einfach im Keepcase. Dann gab es allerdings, und ich glaube bei Walmart war das, dann gab es bei Best Buy, nagelt mich aber bitte nicht auf die jeweiligen Ketten fest, eine exklusive Steelbook-Auflage mit exakt diesen selben Covern. Angeblich allerdings nur von 16 dieser 19 Titel. Warum man 3 Titel nicht mit reingenommen hat, das ist eine Frage, die würde ich euch gern beantworten, kann ich aber nicht. Jedenfalls habe ich eine News aus Amerika gefunden, wo die 19 Titel aufgelistet waren. Ich habe dann nach diesen Steelbooks gesucht, weil ich die einfach geil finde, und habe auf eBay ein Listing gefunden, tatsächlich mit der Complete Collection of 16. Und habe dann aber tatsächlich noch große Mühen betrieben und habe eben versucht, die Steelbooks einzeln zu suchen und zu finden. Und wenn bei den normalen anderen Titeln, wie eben zum Beispiel Carrie oder Abraham Lincoln vs. Vampire Hunter und so weiter, da findet man sowohl im Forum von High Def Ninja, als auch über die Google Bildersuche, als auch auf eBay ansonsten noch vereinzelte Angebote von den jeweiligen Titeln. Von den 3 anderen findet man allerdings tatsächlich gar nichts, weswegen ich den Schluss getroffen habe, es gibt offensichtlich tatsächlich nur 16 Steelbooks von diesen 19 Titeln. Die 3 Titel, zu denen es übrigens keine Steelbook-Auflagen gegeben hat, scheinbar sind 28 Days Later, Devil's Due und Joyride. Dann hat 20th Century Fox diese Cover Artworks auch nach Deutschland geholt, hat hier allerdings keine Steelbooks veröffentlicht, sondern lediglich Keepcases im Schuber, also quasi die dritte Variante davon. Hat hier allerdings auch nicht alle Titel angeboten. Ich war beim Mediamarkt und habe dort, ich glaube, 11 oder 13 waren es gezählt, weil natürlich einige Titel mit dabei sind, wo Fox hierzulande die Rechte nicht hat, wie beispielsweise Jeepers Creepers oder Wrong Turn, die hierzulande einfach nicht von 20th Century Fox vertrieben werden, weswegen es mich auch nicht überrascht, dass es diese Titel nicht gibt. So, obwohl dieses Angebot mit den 16 Steelbooks dann schweineteuer war, aber dazu dann später mehr, wenn ich euch die zeige, habe ich mir diese Steelbooks gegönnt. Bin auch nach wie vor noch auf der Suche, also falls die anderen 3 Titel noch auftauchen sollten, werde ich mir die definitiv noch gönnen und definitiv noch vorstellen. Aber was wollte ich sagen? Ja, genau. Einen Titel habe ich sowieso überhaupt nirgends gefunden, weil Joyride, obwohl der Titel im deutschsprachigen Raum auch von Fox vertrieben wird, habe ich beim Mediamarkt dort nicht gefunden. Kann natürlich sein, dass der ausverkauft ist. Ich hatte jetzt nicht unbedingt die Zeit, aber ich habe mir jetzt die Geschichte dann so überlegt, ich habe mir die 16 Steelbooks aus Amerika geholt und habe mir jetzt eben als Ergänzung einmal von 28 Days Later und von Devil's Due 2 eben dieser Titel, die in dieser Horror Halloween Edition dabei waren, aber nicht im Steelbook veröffentlicht waren, einfach die Keepcases geholt. Was es da mit Joyride auf sich hat, da bin ich noch nicht ganz im Klaren. Vielleicht hat ja von euch noch irgendjemand Informationen vorliegen, eben einerseits zu einem deutschen Blu-ray-Schuber von Joyride, andererseits aber eben von Joyride 28 Days Later und Devil's Due, etwaige amerikanische Steelbooks, weil wenn ich dann natürlich die 16 habe, würde ich die auch noch definitiv in die Sammlung haben wollen, denn
Und jetzt schauen wir uns vielleicht einmal die Cover näher an, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Grundsätzlich sind alle 16, 17, 13 bzw. 19 Cover-Artworks in exakt demselben Stil gehalten. Und der Stil ist definitiv gewöhnungsbedürftig, ist auch definitiv einer, der vielleicht nicht unbedingt gleich zu jedem Titel passt, weil dieses Artwork zu 28 Days Later ist schon sehr farfetched. Ich meine, wir sehen quasi umrandend die Skyline von London, wir sehen den einen Affen aus dem Film, aber der stilisierte Totenschädel ist natürlich schon sehr, sehr weit hergeholt. Ich finde das Ganze aber aufgrund seines einzigartigen Stils und aufgrund dieser Farbbrillanz und aufgrund diesem wirklich überraschend grandiosen Look einfach nur fantastisch. Genauso wie bei Devil's Due, ein Film, von dem ich, bis ich dieses Cover gesehen habe, übrigens noch nie was gehört habe, ist auch hier ein bisschen was Okkultes mit dabei. Ein paar Totenschädel, die offensichtlich ein kleines bisschen verunsichert reinschauen auf diese riesige Fratze, die wir da sehen, das ist tatsächlich, wie ich finde, ein absolut wunderschönes Artwork. Die Reihe ist auf den Schubern, auch auf den Spines, ein klein wenig einheitlich gestaltet, sieht, finde ich, im Regal dementsprechend ganz nett aus. Auch die Backcover haben einen einheitlichen Stil mit der Art, wie die Filmbilder bzw. die Inhaltsangabe und die technischen Details und das Bonusmaterial präsentiert werden. Aber in diesen Schubern drinnen sind dann tatsächlich nur die ganz einfachen Standard-Blu-rays mit dem ganz einfachen Standard-Design, so wie wir es quasi gewohnt sind von diesen Filmen. Beziehungsweise ich weiß, 28 Days Later ist in verschiedensten Artworks schon veröffentlicht worden, aber hier gibt es das. Auch bei Devil's Due gibt es hier ein Artwork, das ich wirklich absolut furchtbar finde, was aber eben auch das international gängige Artwork und Design von diesem Film ist. Und dann drinnen die einfache Blu-ray. Natürlich beide Schubergrund, beide Keepcases dann einerseits ohne Wendecover, was aber relativ egal ist, finde ich fast, weil ja zumindest der Schuber flatschenfrei ist, sonst hätte ich es mir auch wirklich nicht gegönnt. Aber vom Design her finde ich diese Reihe absolut phänomenal. Von der ganzen Organisation dahinter finde ich diese Reihe vor allem phänomenal kompliziert. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon riesig, in einem der nächsten Sammlungsupdate dann die 16 amerikanischen Steelbooks zu zeigen. Das jetzt einmal nur als kleiner Vorgeschmack. Das sind zwei Titel, die auch in dieser Reihe erschienen sind.